Ne, den dritten habe ich noch nicht angefangen. Mit. Nur Teil 1 und 2. Hey. Es ist okay. Alle sterben. Komm her. Ich bring dich an einen sicheren Ort. Nimm meine Hand. Sie können mir nicht helfen. Shepard! Hierher! Die Erde hat keine Chance. Ach, hier herrscht ja ein heilloses Chaos! Nein, das ist Teil 2. Jede Minute, die diese Maschinen hier sind, sterben Tausende von Unschuldigen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Teil 2 stirbt er zuerst und wird dann reanimiert oder quasi geklont aus dem Zellmaterial. Es ist schwer genug, Krieg zu führen, aber viel schlimmer ist die Erkenntnis, dass man versuchen kann, was man will. Man wird niemals alle retten. Völlig richtig. Jo, auch ein Brötchen. Der Angriff kam so plötzlich. Ich dachte, wir würden mehr Zeit haben. Wir wussten, dass sie kommen. Und trotzdem haben sie unsere Verteidigung einfach durchbrochen. Wir müssen zur Citadel mit dem Rat reden. Zur Citadel? Der Kampf findet hier statt. Bald wird er überall sein. Sie haben es selbst gesagt. Die Reaper vernichten alles, wenn wir sie nicht aufhalten. Der Rat muss uns helfen. Sind Sie da sicher? Nein, aber Sie waren ein Spekter des Rats. Das muss doch etwas zählen. Taxi! Danke. Ich schulde Ihnen was. Ich sehe da Munition. Yes. Schnappen Sie sich Munition. Nachladen und immer in Bewegung bleiben. Schon mal plus 4 Vorbild bekommen. Na. So lange ist es auch nicht her. Was habe ich eigentlich hier noch? Ich habe Brandmunition schon als Einsatz und dann Linstoß. Dass sie eine Waffe in der Hand hat. Ankunft in 3 Minuten. Wir haben Salamandi geschafft. Liegen unter schwerem Beschuss. Oh Gott! Sie werden ja, das kann aber passieren. Ausweichmanöver. Hilfe! Heldam! Dampf! Schwierig! Anderen Weg. Hören Sie mich! Verbündete, zu kommen! Sind Sie beide in Ordnung? Runter! Die sehen Sie! Ah, Scheiße! Halten Sie Ihren Kopf! Was ist hier geschehen? Unser Shuttle wurde abgeschossen. Wir haben es nur knapp geschafft. Haben Sie Funk? Wir müssen unser Schiff erreichen. Nein, im Shuttle ist eins, aber da drin wimmelt es nur so von diesen Dingern. Die machen wir schon fertig. Wir holen sie hier raus. Dann los, nichts wie hin zu dem Shuttle. So, meine Zone habe ich gleich voll. Ja. Ich kann keine extra Munition mitnehmen. Was zur Hölle sind das denn für Dinger?
Nachladen und rüber. Ein schöner Headshot. Komm, das war doch nicht alles. War das echt schon alles? Oh, ein neues Gewehr. Shepard, hier drüben. Normandy, hier spricht Anderson. Hören Sie mich? Admiral, was ist Ihre Position? Bei einem abgestürzten Shuttle im Hafen. Ich aktiviere sein Notsignal. Schicken Sie Unterstützung. Wir haben Verwundete. Major! Sie kommen. Ich habe das Signal verloren. Hoffentlich funktioniert das Notsignal. Und zwar bald, wir haben Gesellschaft. Entdeckung. Nachladen sieht ganz schlecht aus. Wie geht die Munition aus? Ja, kenne ich was von. Oh. Ein schöner Anblick. Wurde aber auch Zeit. Vorwärts. Männern gibt es noch 1 Million mehr und sie brauchen einen Anführer. Das ist unser Kampf. Diesen Kampf können wir aber nicht gewinnen, nicht ohne Hilfe. Wir brauchen jede Spezies und ihre Schiffe, um eine Chance auf einen Sieg über die Reaper zu haben. Überzeugen Sie den Rat davon, dass er uns hilft. Und wenn Sie nicht auf uns hören? Dann sorgen Sie dafür, dass Sie es tun. Und jetzt gehen Sie. Das ist ein Befehl. Ich nehme von Ihnen keine Befehle mehr an. Schon vergessen? Genau, hier wir sind suspendiert. Sie im Dienst. Verdammt. Commander. Sie wissen, was zu tun ist. Ich komme zurück und ich bringe jede Flotte mit, die ich finde. Viel Glück. Der Junge. Thank you.
Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Ein großartiges Spiel. Mass Effect 3. Was zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen? Hey! Wir gehen. Wie, weg? Was ist los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Er sieht eben, was los ist. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Dann setzen Sie mich beim nächsten Depot ab, denn ich... Es reicht, Lieutenant! Sie wollen nicht weg. Okay, aber das ist keine Demokratie. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Joker, sind Sie das? Er lebt und lebt. Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Der Übermacht, die mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert. Ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System verloren. Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tosoni nachgeforscht. Die Reaper aufzuhalten. Einzige Weg, sie zu besiegen. Ich melde mich. Hackett Ende. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Hat erledigt. Dr. Tosoni, Sie kennen wir auch noch. Das ist Loco. Der Mars? Was glaubt er, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Zusammenpacken. Und auf geht's. Mir Obi-Wan. Ja, Sean, ich werde mich bemühen. Einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Ich habe versucht, über sichere Kanäle den Mars zu erreichen, aber niemand antwortet. Anzeichen von Reaper-Aktivität? Negativ. Edi? Die Basis scheint online zu sein. Möglicherweise wurden die Bewohner evakuiert. Das werden wir schon bald wissen. Halten Sie sich bereit, Joker. Nur für den Fall. Verstanden. Normen die Ende. Wir sind fast da. Der Mars. Unendliche Weiten. Ah nee, das war ein anderes Genre. Ich freue mich auch schon riesig auf den Herbst, wenn dann Mass Effect und Andromeda rauskommt. Und dann habe ich auch einen neuen PC. Immer noch kein Kontakt zur Basis, aber es kommt...